Das vierte Buch Mose, Numeri. Kapitel 1. Und der Herr redete zu Mose in der Wüste Sinai in der Stiftshütte am ersten Tag des zweiten Monats, im zweiten Jahr nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten. Und er sprach: Ermittelt die Summe der ganzen Gemeinde der Kinder Israels nach ihren Sippen und ihren Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, alles, was männlich ist, Kopf für Kopf, von 20 Jahren an und darüber, alle kriegstauglichen Männer in Israel, und zählt sie nach ihren Heerscharen, du und Aaron. Und je ein Mann von jedem Stamm soll euch beistehen, ein Mann, der das Oberhaupt seines Vaterhauses ist. Das sind aber die Namen der Männer, die euch zur Seite stehen sollen: von Ruben Elisur, der Sohn Schedeurs, von Simeon Schelumiel, der Sohn Zurishaddais, von Juda Nachschon, der Sohn Aminadabs, von Issachar Netaneel, der Sohn Zuas, von Sebulon Eliab, der Sohn Helons, von den Söhnen Josefs, von Ephraim Elishama, der Sohn Amihuds, von Manasse Gamliel, der Sohn Pedazurs, von Benjamin Abidan, der Sohn Gideonis, von Dan Achieser, der Sohn Amishadais, von Asser Pagiel, der Sohn Ochrans, von Gad Eljasaph, der Sohn Deguels, von Naphtali Achira, der Sohn Enans. Das sind die Berufenen der Gemeinde, die Fürsten der Stämme ihrer Väter. Dies sind die Häupter über die Tausende Israels. Und Mose und Aaron nahmen diese Männer, die mit Namen bezeichnet waren, und sie versammelten die ganze Gemeinde am ersten Tag des zweiten Monats. Und sie ließen sich eintragen in die Geburtsregister nach ihren Sippen und ihren Vaterhäusern, unter Aufzählung der Namen von 20 Jahren an und darüber, Kopf für Kopf. Wie der Herr es Mose geboten hatte, so musterte er sie in der Wüste Sinai. Und die Söhne Rubens, des erstgeborenen Sohnes Israels, nach ihrer Abstammung, ihren Geschlechtern und ihren Vaterhäusern, an Zahl der Namen Haupt für Haupt, alle kriegstauglichen Männer von 20 Jahren und darüber, die Gemusterten vom Stamm Simeon waren 59.300. Die Söhne Gads, nach ihrer Abstammung, ihren Geschlechtern und ihren Vaterhäusern, an Zahl der Namen, alle kriegstauglichen Männer von 20 Jahren und darüber, die Gemusterten vom Stamm Gad waren 45.650. Die Söhne Judas, nach ihrer Abstammung, ihren Geschlechtern und ihren Vaterhäusern, an Zahl der Namen, alle kriegstauglichen Männer von 20 Jahren und darüber, die Gemusterten vom Stamm Juda waren 74.600. Die Söhne Issachars, nach ihrer Abstammung, ihren Geschlechtern und ihren Vaterhäusern, an Zahl der Namen, alle kriegstauglichen Männer von 20 Jahren und darüber, die Gemusterten vom Stamm Issachar waren 54.400. Die Söhne Sebulons, nach ihrer Abstammung, ihren Geschlechtern und ihren Vaterhäusern, an Zahl der Namen, alle kriegstauglichen Männer von 20 Jahren und darüber, die Gemusterten vom Stamm Sebulon waren 57.400. Die Söhne Josefs, nämlich von den Söhnen Ephraims, nach ihrer Abstammung, ihren Geschlechtern und ihren Vaterhäusern, an Zahl der Namen, alle kriegstauglichen Männer von 20 Jahren und darüber, die Gemusterten vom Stamm Ephraim waren 40.500. Die Söhne Manasses, nach ihrer Abstammung, ihren Geschlechtern und ihren Vaterhäusern, an Zahl der Namen, alle kriegstauglichen Männer von 20 Jahren und darüber, die Gemusterten vom Stamm Manasse waren 32.200. Die Söhne Benjamins, nach ihrer Abstammung, ihren Geschlechtern und ihren Vaterhäusern, an Zahl der Namen, alle kriegstauglichen Männer von 20 Jahren und darüber, die Gemusterten vom Stamm Benjamin waren 35.400. Die Söhne Dans, nach ihrer Abstammung, ihren Geschlechtern und ihren Vaterhäusern, an Zahl der Namen, alle kriegstauglichen Männer von 20 Jahren und darüber, die Gemusterten vom Stamm Dan waren 62.700. Die Söhne Assers, nach ihrer Abstammung,
ihren Geschlechtern und ihren Vaterhäusern, Anzahl der Namen, alle kriegstauglichen Männer von 20 Jahren und darüber. Die Gemusterten vom Stamm Asser waren 41.500. Die Söhne Naphtalis nach ihrer Abstammung, ihren Geschlechtern und ihren Vaterhäusern, Anzahl der Namen, alle kriegstauglichen Männer von 20 Jahren und darüber. Die Gemusterten vom Stamm Naphtali waren 53.400. Das sind die Gemusterten, die Mose und Aaron musterten, samt den 12 Fürsten Israels, von denen je einer über die Vaterhäuser seines Stammes gesetzt war. Und die Gesamtzahl der Gemusterten der Kinder Israels nach ihren Vaterhäusern, von 20 Jahren und darüber, was in Israel kriegstauglich war, ihre Gesamtzahl betrug 603.550. Aber die Leviten mit ihrem väterlichen Stamm waren in dieser Musterung nicht inbegriffen. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Nur den Stamm Levi sollst du nicht mustern und seine Zahl nicht unter die Kinder Israels rechnen, sondern du sollst die Leviten über die Wohnung des Zeugnisses setzen und über alle ihre Geräte und über alles, was dazu gehört. Sie sollen die Wohnung tragen samt allen ihren Geräten, und sie sollen sie bedienen und sich um die Wohnung her lagern. Und wenn die Wohnung aufbricht, so sollen die Leviten sie abbauen. Wenn aber die Wohnung sich lagert, so sollen die Leviten sie aufschlagen. Kommt ihr aber ein Fremder zu nahe, so soll er getötet werden. Und die Kinder Israels sollen sich nach ihren Heerscharen lagern, jeder in seinem Lager und jeder bei seinem Banner. Aber die Leviten sollen sich um die Wohnung des Zeugnisses her lagern, damit nicht ein Zorngericht über die Gemeinde der Kinder Israels kommt. So sollen die Leviten den Dienst an der Wohnung des Zeugnisses versehen. Und die Kinder Israels machten alles genau so, wie der Herr es Mose geboten hatte. Genau so machten sie es. Kapitel 2. Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach: Die Kinder Israels sollen sich jeder bei seinem Banner und bei den Zeichen ihrer Vaterhäuser lagern. Der Stiftshütte zugewandt sollen sie sich ringsum lagern. Nach Osten, gegen Sonnenaufgang, soll sich die Abteilung des Lagers von Juda nach seinen Heerscharen geordnet lagern. Und der Fürst der Kinder Judas, Nachschon, der Sohn Aminadabs, samt seinem Heer und seinen Gemusterten, 74.600. Neben ihm soll sich der Stamm Issachar lagern, und der Fürst der Kinder Issachars, Netaneel, der Sohn Zuas, samt seinem Heer und seinen Gemusterten, 54.400. Dazu der Stamm Sebulon und der Fürst der Kinder Sebulons, Eliab, der Sohn Helons, samt seinem Heer und seinen Gemusterten, 57.400. Alle, die im Lager Judas gemustert wurden, sind 186.400 nach ihren Heerscharen geordnet. Sie sollen als Erste aufbrechen. Die Abteilung des Lagers Ruben soll sich gegen Süden lagern, nach ihren Heerscharen geordnet. Und der Fürst der Kinder Rubens, Elisur, der Sohn Shediurs, samt seinem Heer und seinen Gemusterten, 46.500. Neben ihm soll sich der Stamm Simeon lagern und der Fürst der Kinder Simeons, Schelumiel, der Sohn Zuri-Shaddais, samt seinem Heer und seinen Gemusterten, 59.300. Dazu der Stamm Gad und der Fürst der Kinder Gads, Eliasaf, der Sohn Reguels, samt seinem Heer und seinen Gemusterten, 45.650. Alle, die im Lager Rubens gemustert wurden, sind 151.450 nach ihren Heerscharen geordnet. Diese sollen als Zweite aufbrechen. Danach soll die Stiftshütte aufbrechen mit dem Lager der Leviten mitten unter den Lagern. So wie sie sich lagern, so sollen sie auch aufbrechen, jeder auf seiner Seite nach ihren Abteilungen. Gegen Westen soll sich die Abteilung Ephraims lagern, nach ihren Heerscharen geordnet, und der Fürst der Kinder Ephraims, Elishama, der Sohn Ammihuds, samt seinem Heer und seinen Gemusterten, 40.500.
neben ihm der Stamm Manasse und der Fürst der Kinder Manasses, Gamliel, der Sohn Pedazurs, samt seinem Heer und seinen gemusterten 32.200. Und der Stamm Benjamin und der Fürst der Kinder Benjamins, Abidan, der Sohn Gideonis, samt seinem Heer und seinen gemusterten 35.400. Alle, die im Lager Ephraims gemustert wurden, sind 108.100 nach ihren Heerscharen geordnet. Diese sollen als Dritte aufbrechen. Gegen Norden die Abteilung des Lagers von Dan nach ihren Heerscharen geordnet und der Fürst der Kinder Dans, Ahieser, der Sohn Amishadais, samt seinem Heer und seinen gemusterten 62.700. Neben ihm soll sich der Stamm Asser lagern und der Fürst der Kinder Assers, Pagiel, der Sohn Ochrans, samt seinem Heer und seinen gemusterten 41.500. Dazu der Stamm Naphtali und der Fürst der Kinder Naphtalis, Achira, der Sohn Enans, samt seinem Heer und seinen gemusterten 53.400. Alle, die im Lager Dans gemustert wurden, sind 157.600. Sie sollen als Letzte nach ihren Abteilungen aufbrechen. Das sind die Gemusterten der Kinder Israels, eingeteilt nach ihren Vaterhäusern. Alle Gemusterten der einzelnen Lager nach ihren Heerscharen sind 603.550. Aber die Leviten wurden nicht unter den Kindern Israels gemustert, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Und die Kinder Israels handelten nach allem, was der Herr Mose geboten hatte. So lagerten sie sich nach ihren Abteilungen, und so brachen sie auf, jeder nach seiner Sippe, bei seinem Vaterhaus. Kapitel 3. Dies aber ist das Geschlecht Aarons und Moses zu der Zeit, als der Herr mit Mose auf dem Berg Sinai redete. Und dies sind die Namen der Söhne Aarons: der Erstgeborene Nadab, danach Abihu, Eleazar und Itamar. Das sind die Namen der Söhne Aarons, der gesalbten Priester, denen man die Hände füllte zum Priesterdienst. Aber Nadab und Abihu starben vor dem Herrn, als sie fremdes Feuer vor den Herrn brachten in der Wüste Sinai. Sie hatten aber keine Söhne. Und Eleazar und Itamar dienten als Priester vor ihrem Vater Aaron. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Bringe den Stamm Levi herzu und stelle sie vor Aaron, den Priester, dass sie ihm dienen. Und sie sollen den Dienst für ihn und den Dienst für die ganze Gemeinde versehen vor der Stiftshütte und so die Arbeit für die Wohnung verrichten. Und sie sollen alle Geräte der Stiftshütte hüten und was für die Kinder Israels zu besorgen ist und so die Arbeit für die Wohnung verrichten. Und du sollst die Leviten Aaron und seinen Söhnen als Gabe übergeben. Sie sind ihm als Gabe übergeben von Seiten der Kinder Israels. Aber Aaron und seine Söhne sollst du beauftragen, ihren Priesterdienst auszuüben. Wenn sich aber ein Fremder naht, so soll er getötet werden. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Siehe, ich selbst habe die Leviten aus der Mitte der Kinder Israels genommen, anstelle aller Erstgeburt, die den Mutterschoß durchbricht bei den Kindern Israels, so dass die Leviten mir gehören. Denn alle Erstgeburt gehört mir. An dem Tag, da ich alle Erstgeburt im Land Ägypten schlug, habe ich mir alle Erstgeburt in Israel geheiligt, von den Menschen bis zum Vieh, dass sie mir gehören sollen, mir, dem Herrn. Und der Herr redete zu Mose in der Wüste Sinai und sprach: Mustere die Söhne Levis nach ihren Vaterhäusern und Sippen, alles, was männlich ist, einen Monat alt und darüber sollst du mustern. So musterte sie Mose nach dem Befehl des Herrn, wie er es geboten hatte. Und dies sind die Söhne Levis mit ihren Namen: Gerson und Kahat und Merari. Und die Namen der Söhne Gersons nach ihren Sippen sind Libni und Simei. Die Söhne Kahats nach ihren Sippen sind Amram und Jitzhar, Hebron und Usiel. Die Söhne Meraris nach ihren Sippen sind Machli und Mushi. Das sind die Sippen Levis nach ihren Vaterhäusern. Von Gerson stammt die Sippe der Libniter und Simeiter.
Das sind die Sippen der Gersoniter. Die Zahl ihrer gemusterten männlichen Geschlechts von einem Monat und darüber betrug 7500. Die Sippe der Gersoniter soll sich hinter der Wohnung gegen Westen lagern. Und der Fürst des Vaterhauses der Gersoniter war Eliasaph, der Sohn Lael's. Was aber die Söhne Gersons an der Stiftshütte zu besorgen hatten, das war die Wohnung und das Zelt, seine Decke und den Vorhang vom Eingang der Stiftshütte und die Behänge des Vorhofs und den Vorhang vom Eingang des Vorhofs, der rings um die Wohnung und um den Altar her ist, dazu die Seile und alles, was zu seinem Aufbau gehört. Von Kahat stammt die Sippe der Amramiter, die Sippe der Jitzchariter, die Sippe der Hebroniter und die Sippe der Usieliter. Das sind die Sippen der Kahatiter. Die Zahl aller männlichen Personen von einem Monat und darüber belief sich auf 8600, die den Dienst am Heiligtum verrichten sollten. Die Sippe der Söhne Kahats soll sich an der Seite der Wohnung gegen Süden lagern. Und der Fürst des Vaterhauses der Kahatiter war Elizaphan, der Sohn Usiels. Und ihre Dienstaufgabe war die Lade und der Tisch und der Leuchter und die Altäre und die Geräte des Heiligtums, mit denen sie den Dienst verrichten, auch der Vorhang und was zu seinem Aufbau gehört. Aber der Fürst über die Fürsten der Leviten war Eleazar, der Sohn Aarons, des Priesters. Er hatte die Aufsicht über die, welche den Dienst am Heiligtum verrichten. Von Merari stammt die Sippe der Machliter und die Sippe der Muschiter. Das sind die Sippen der Merariter. Die Zahl ihrer Gemusterten von allem, was männlich war, einen Monat alt und darüber, betrug 6200. Und der Fürst des Vaterhauses der Sippen Meraris war Zuriel, der Sohn Abichails, und sie sollten sich an der Seite der Wohnung gegen Norden lagern. Und die Dienstaufgabe der Merariter war es, sich um die Bretter der Wohnung und ihre Riegel und ihre Säulen und ihre Füße und alle ihre Geräte zu kümmern und um ihren ganzen Aufbau. Dazu um die Säulen des Vorhofs ringsum mit ihren Füßen und Nägeln und Seilen. Aber vor der Wohnung, vor der Stiftshütte gegen Osten, sollen sich Mose und Aaron und seine Söhne lagern, um den Dienst am Heiligtum zu verrichten, nämlich den Dienst, der den Kindern Israels oblag. Wenn aber ein Fremder sich naht, so soll er getötet werden. Alle gemusterten Leviten, die Mose und Aaron musterten nach ihren Sippen, nach dem Befehl des Herrn, alles, was männlich war, einen Monat alt und darüber, waren 22.000. Und der Herr sprach zu Mose: Mustere alle männlichen Erstgeborenen der Kinder Israels von einem Monat an und darüber und zähle ihre Namen. Und nimm die Leviten für mich den Herrn, anstelle aller Erstgeborenen unter den Kindern Israels und das Vieh der Leviten anstelle aller Erstgeborenen unter dem Vieh der Kinder Israels. Und Mose musterte, wie der Herr ihm geboten hatte, alle Erstgeborenen unter den Kindern Israels. Da belief sich die Zahl der Namen aller männlichen Erstgeborenen von einem Monat an und darüber, aller, die gemustert wurden, auf 22.273. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Nimm die Leviten anstelle aller Erstgeborenen unter den Söhnen Israels und das Vieh der Leviten für ihr Vieh, damit die Leviten mir gehören, mir dem Herrn. Aber als Lösegeld für die 273 überzähligen Erstgeborenen der Söhne Israels über die Zahl der Leviten hinaus, sollst du je 5 Schekel erheben für jeden Kopf, und zwar sollst du es erheben nach dem Schekel des Heiligtums mit 20 Gera pro Schekel. Und du sollst dieses Geld als Lösegeld für die Überzähligen unter ihnen Aaron und seinen Söhnen geben. Da nahm Mose das Lösegeld von denen, die überzählig waren, über die durch die Leviten gelösten, von den Erstgeborenen der Söhne Israels nahm er das Geld, 1365 Schekel nach dem Schekel des Heiligtums. Und Mose gab das Lösegeld Aaron und seinen Söhnen nach dem Befehl des Herrn, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Kapitel 4.
Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach: Stelle die Gesamtzahl der Söhne Kahats unter den Söhnen Levis fest, nach ihren Sippen, nach ihren Vaterhäusern, von 30 Jahren an und darüber bis zum 50. Jahr, alle Diensttauglichen für das Werk an der Stiftshütte. Das soll aber der Dienst der Söhne Kahats an der Stiftshütte sein, das Hochheilige. Wenn das Heer aufbricht, dann sollen Aaron und seine Söhne hineingehen und den verhüllenden Vorhang abnehmen und die Lade des Zeugnisses damit bedecken. Und sie sollen eine Decke aus Seekuhfellen darauf legen und oben darüber ein Tuch breiten, das ganz aus blauem Purpur besteht, und die Tragstangen einstecken. Auch über den Schaubrottisch sollen sie ein Tuch aus blauem Purpur breiten und darauf die Schüsseln, die Kellen, die Opferschalen und die Trankopferkannen stellen. Auch soll das beständige Brot darauf liegen. Und sie sollen ein Tuch von Karmesin darüber breiten und es mit einer Decke aus Seekuhfellen bedecken und seine Tragstangen einstecken. Sie sollen auch ein Tuch aus blauem Purpur nehmen und damit den lichtspendenden Leuchter bedecken und seine Lampen, samt seinen Lichtscheren und Löschnäpfen und allen Ölgefäßen, mit denen er bedient wird. Und sie sollen alle diese Geräte in eine Decke aus Seekuhfellen einhüllen und es auf ein Traggestell legen. Und auch über den goldenen Altar sollen sie ein Tuch aus blauem Purpur breiten und ihn mit einer Decke aus Seekuhfellen bedecken und seine Tragstangen einstecken. Alle Geräte des Dienstes, mit denen man im Heiligtum dient, sollen sie nehmen und ein Tuch von blauem Purpur darüber legen und sie mit einer Decke aus Seekuhfellen bedecken und auf ein Traggestell legen. Sie sollen auch den Altar von der Fettasche reinigen und ein Tuch aus rotem Purpur über ihn breiten. Alle seine Geräte, mit denen sie auf ihm dienen, sollen sie darauf legen: Kohlenpfannen, Gabeln, Schaufeln und Sprengbecken samt allen Geräten des Altars, und sie sollen eine Decke aus Seekuhfellen darüber breiten und seine Tragstangen einstecken. Wenn nun Aaron und seine Söhne beim Aufbruch des Lagers mit dem Bedecken des Heiligtums und aller seiner Geräte fertig sind, so sollen danach die Söhne Kahats hineingehen, um es zu tragen. Sie sollen aber das Heiligtum nicht anrühren, sonst würden sie sterben. Das ist die Arbeit der Söhne Kahats an der Stiftshütte. Eleasar aber, der Sohn Aarons, soll die Aufsicht haben über das Öl für den Leuchter und über das wohlriechende Räucherwerk und über das beständige Speisopfer und das Salböl, die Aufsicht über die ganze Wohnung und alles, was darin ist, über das Heiligtum und seine Geräte. Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach: Ihr sollt dafür sorgen, dass der Stamm des Geschlechts der Kahatiter nicht ausgerottet wird unter den Leviten. Darum sollt ihr dies mit ihnen tun, damit sie leben und nicht sterben, wenn sie sich dem Allerheiligsten nahen. Aaron und seine Söhne sollen hineingehen und jedem Einzelnen seine Arbeit und seine Traglast zuweisen. Jene aber sollen nicht hineingehen, um auch nur einen Augenblick das Heiligtum anzusehen, sonst würden sie sterben. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Stelle die Gesamtzahl der Söhne Gersons fest, nach ihren Vaterhäusern, nach ihren Sippen, von 30 Jahren an und darüber bis zum 50. Jahr sollst du sie zählen, alle Diensttauglichen zur Arbeit an der Stiftshütte. Das soll aber der Dienst der Sippe der Gersoniter sein, worin sie dienen und was sie tragen sollen. Sie sollen die Teppiche der Wohnung tragen und die Stiftshütte, ihre Decke und die Decke aus Seekuhfellen, die oben darüber ist, und den Vorhang am Eingang der Stiftshütte. Auch die Umhänge des Vorhofs und den Vorhang vom Eingang des Tores zum Vorhof, der rings um die Wohnung und den Altar her ist, auch ihre Seile und ihre Dienstgeräte, samt allem, womit gearbeitet wird, das sollen sie besorgen. Nach dem Befehl Aarons und seiner Söhne soll der ganze Dienst der Söhne der Gersoniter geschehen, bei allem, was sie zu tragen und was sie zu verrichten haben. Ihr sollt ihnen alle ihre Aufgaben beim Tragen sorgfältig zuweisen. Das ist der Dienst der Sippen der Söhne der Gersoniter an der Stiftshütte und was sie unter der Aufsicht Ithamars, des Sohnes Aarons, des Priesters, zu besorgen haben. Auch die Söhne Meraris sollst du mustern nach ihren Vaterhäusern und ihren Sippen,
von 30 Jahren an und darüber bis zum 50. Jahr sollst du sie zählen, alle Diensttauglichen für die Arbeit an der Stiftshütte. Und dies ist ihre Aufgabe beim Tragen, entsprechend ihrem ganzen Dienst an der Stiftshütte. Die Bretter der Wohnung und ihre Riegel und ihre Säulen und ihre Füße. Dazu die Säulen des Vorhofs ringsum und ihre Füße und ihre Nägel und ihre Seile, samt allen ihren Geräten und aller Arbeit, die an ihnen getan werden muss. Ihr sollt ihnen die Geräte, die sie zu tragen haben, mit Namen zuweisen. Das ist der Dienst der Sippe der Söhne Meraris, entsprechend ihrem ganzen Dienst an der Stiftshütte, unter der Aufsicht Itamars, des Sohnes Aarons, des Priesters. Und Mose und Aaron samt den Fürsten der Gemeinde musterten die Kahatiter nach ihren Vaterhäusern und ihren Sippen von 30 Jahren an und darüber bis zu 50 Jahren alle Diensttauglichen für die Arbeit an der Stiftshütte. Und ihre Musterung nach ihren Sippen ergab 2750. Das sind die Gemusterten der Sippe der Kahatiter, alle die, welche Dienst tun konnten an der Stiftshütte, die Mose und Aaron musterten nach dem Befehl des Herrn unter der Führung Moses. Auch die Söhne Gersons wurden gemustert nach ihren Vaterhäusern und ihren Sippen, von 30 Jahren an und darüber bis zu 50 Jahren, alle Diensttauglichen für die Arbeit an der Stiftshütte. Und ihre Musterung nach ihren Sippen und ihren Vaterhäusern ergab 2630. Das sind die Gemusterten der Sippe der Söhne Gersons, die tauglich waren für den Dienst an der Stiftshütte, die Mose und Aaron musterten nach dem Befehl des Herrn. Auch die Söhne Meraris wurden gemustert nach ihren Vaterhäusern und ihren Sippen, von 30 Jahren an und darüber bis zu 50 Jahren, alle Diensttauglichen für die Arbeit an der Stiftshütte, und die Musterung nach ihren Sippen ergab 3200. Das sind die Gemusterten der Sippe der Söhne Meraris, die Mose und Aaron einsetzten nach dem Befehl des Herrn unter der Leitung Moses. Alle Gemusterten, die eingestellt wurden, als Mose und Aaron samt den Fürsten Israels die Leviten zählten nach ihren Sippen und ihren Vaterhäusern, von 30 Jahren an und darüber bis zu 50 Jahren, alle, die antraten zur Verrichtung irgendeines Dienstes oder um eine Last zu tragen an der Stiftshütte, alle Gemusterten zählten 8580. Nach dem Befehl des Herrn musterte man sie unter der Leitung Moses, jeden Einzelnen für seinen Dienst und für seine Traglast, und sie wurden für ihn eingesetzt, wie der Herr es Mose geboten hatte. Kapitel 5. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Gebiete den Kindern Israels, dass sie jeden Aussätzigen aus dem Lager wegschicken, und jeden, der einen Ausfluss hat, und jeden, der an einem Toten unrein geworden ist. Sowohl Männer als auch Frauen sollt ihr hinausschicken, vor das Lager sollt ihr sie hinausschicken, damit sie nicht ihr Lager verunreinigen, da ich doch in ihrer Mitte wohne. Und die Kinder Israels machten es so und schickten sie vor das Lager hinaus. Wie der Herr zu Mose geredet hatte, genau so machten es die Kinder Israels. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sage den Kindern Israels, wenn ein Mann oder eine Frau irgendeine Sünde begeht, wie die Menschen sie begehen, und gegen den Herrn Untreue verübt, so dass die betreffende Seele Schuld auf sich geladen hat, so sollen sie ihre Sünde bekennen, die sie getan haben. Und zwar soll der Betreffende seine Schuld in ihrem vollen Betrag wiedererstatten und den fünften Teil davon dazufügen und es dem geben, an dem er schuldig geworden ist. Ist aber kein nächster Blutsverwandter da, dem man die Schuld erstatten kann, so fällt die dem Herrn zu erstattende Schuld dem Priester zu, zusätzlich zu dem Widder der Versöhnung, mit dem man für ihn Sühnung erwirkt. Ebenso soll jedes Hebopfer von allen heiligen Gaben, welche die Kinder Israels dem Priester darbringen, ihm gehören. Ja, ihm sollen die heiligen Gaben eines jeden gehören. Wenn jemand dem Priester etwas gibt, so gehört es ihm. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sage den Kindern Israels und sprich zu ihnen: Wenn die Frau irgendeines Mannes sich vergeht und ihm untreu wird, und es liegt jemand zur Begattung bei ihr, aber es bleibt vor den Augen ihres Mannes verborgen, weil sie sich im Geheimen verunreinigt hat, und es ist weder ein Zeuge gegen sie da, noch ist sie ertappt worden,
Wenn dann der Geist der Eifersucht über ihn kommt, so dass er auf seine Frau eifersüchtig wird, weil sie sich tatsächlich verunreinigt hat. Oder wenn der Geist der Eifersucht über ihn kommt, so dass er auf seine Frau eifersüchtig wird, obwohl sie sich nicht verunreinigt hat, so soll der Mann seine Frau zum Priester führen und um ihretwillen ein Opfer für sie bringen, ein Zehntel Epha Gerstenmehl. Er soll aber kein Öl darauf gießen, noch Weihrauch darauf tun, denn es ist ein Speisopfer der Eifersucht, ein Speisopfer des Gedenkens, damit der Schuld gedacht wird. Und der Priester soll sie herbeiführen und vor den Herrn stellen. Und der Priester soll heiliges Wasser nehmen in einem irdenen Gefäß, und der Priester soll Staub vom Boden der Wohnung nehmen und in das Wasser tun. Dann soll der Priester die Frau vor den Herrn stellen und ihr Haupt entblößen und das Speisopfer des Gedenkens, das ein Speisopfer der Eifersucht ist, auf ihre Hände legen. Und der Priester soll in seiner Hand das bittere, fluchbringende Wasser haben. Und er soll die Frau schwören lassen und zu ihr sagen, wenn kein Mann bei dir gelegen hat und wenn du, die du deinem Mann angehörst, nicht in Unreinheit abgewichen bist, so sollst du von diesem bitteren, fluchbringenden Wasser unversehrt bleiben. Bist du aber abgewichen, obwohl du deinem Mann angehörst, und hast dich verunreinigt, indem jemand bei dir gelegen hat außer deinem Mann, und der Priester lasse dann die Frau den Schwur des Fluches schwören, und der Priester sage zu der Frau, der Herr setze dich zum Fluch und zum Schwur mitten unter deinem Volk, indem der Herr deine Hüfte schwinden und deinen Bauch anschwellen lasse. So soll nun dieses fluchbringende Wasser in deinen Leib eingehen, dass dein Bauch anschwillt und deine Hüfte schwindet. Und die Frau soll sagen, Amen, Amen. Dann soll der Priester diese Flüche auf eine Rolle schreiben und mit dem bitteren Wasser abwaschen. Und er soll der Frau von dem bitteren, fluchbringenden Wasser zu trinken geben, damit das fluchbringende Wasser in sie eindringt und ihr zur Bitterkeit wird. Danach soll der Priester das Speisopfer der Eifersucht aus ihrer Hand nehmen und das Speisopfer vor dem Herrn weben und es zum Altar bringen. Und er soll eine Handvoll von dem Speisopfer nehmen, als Teil, der zum Gedenken bestimmt ist, und es auf dem Altar in Rauch aufsteigen lassen und danach der Frau das Wasser zu trinken geben. Und wenn sie das Wasser getrunken hat, so wird, wenn sie unrein geworden ist und sich an ihrem Mann vergangen hat, das fluchbringende Wasser in sie eindringen und ihr zur Bitterkeit werden, so dass ihr Bauch anschwellen und ihre Hüfte schwinden wird, und die Frau wird mitten unter ihrem Volk ein Fluch sein. Wenn aber die Frau sich nicht verunreinigt hat, sondern rein ist, so wird sie unversehrt bleiben, so dass sie Samen empfangen kann. Das ist das Gesetz der Eifersucht. Wenn eine Frau, obwohl sie ihrem Mann angehört, neben ihrem Mann ausschweift und sich verunreinigt, oder wenn der Geist der Eifersucht über einen Mann kommt, dass er auf seine Frau eifersüchtig wird, so soll er die Frau vor den Herrn stellen, damit der Priester mit ihr genau nach diesem Gesetz verfährt. Dann ist der Mann frei von Schuld. Jede Frau aber hat ihre Schuld zu tragen. Kapitel 6. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, wenn ein Mann oder eine Frau sich weiht, indem er das Gelübde eines Nazirejers gelobt, um als Nazirejer für den Herrn zu leben, so soll er sich von Wein und starkem Getränk enthalten. Essig von Wein und Essig von starkem Getränk soll er nicht trinken. Er soll auch keinen Traubensaft trinken und darf weder frische noch getrocknete Trauben essen. Solange seine Weihe währt, soll er nichts essen, was vom Weinstock gewonnen wird, weder Kern noch Haut. Solange das Gelübde seiner Weihe währt, soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Bis die Zeit, die er dem Herrn geweiht hat, erfüllt ist, soll er heilig sein. Er soll das Haar auf seinem Haupt frei wachsen lassen. Während der ganzen Zeit, für die er sich dem Herrn geweiht hat, soll er zu keinem Toten gehen. Er soll sich auch nicht verunreinigen an seinem Vater, an seiner Mutter, an seinem Bruder oder seiner Schwester, wenn sie sterben, denn die Weihe seines Gottes ist auf seinem Haupt. Während der ganzen Zeit seiner Weihe soll er dem Herrn heilig sein. Und wenn wirklich jemand bei ihm unversehens und plötzlich stirbt und sein geweihtes Haupt verunreinigt wird, so soll er sein Haupt scheren am Tag seiner Reinigung, am siebten Tag soll er es scheren.
Und am achten Tag soll er zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben zu dem Priester an den Eingang der Stiftshütte bringen. Und der Priester soll die eine als Sündopfer und die andere als Brandopfer opfern und Sühnung für ihn erwirken, weil er sich durch eine Leiche versündigt hat. Und er soll so sein Haupt an demselben Tag heiligen. Und er soll dem Herrn erneut die Tage seines Gelübdes weihen und ein einjähriges Lamm als Schuldopfer darbringen. Aber die früheren Tage sind verfallen, weil seine Weihe verunreinigt worden ist. Und das ist das Gesetz des Nasiräers. Wenn die Zeit seiner Weihe erfüllt ist, soll man ihn an den Eingang der Stiftshütte führen, und er soll dem Herrn seine Opfergabe darbringen, ein einjähriges makelloses Lamm als Brandopfer und ein einjähriges makelloses weibliches Lamm als Sündopfer und einen makellosen Widder als Friedensopfer und einen Korb mit Ungesäuertem. Kuchen aus Feinmehl mit Öl gemengt und ungesäuerte Fladen mit Öl gesalbt, samt dem dazugehörenden Speisopfer und den dazugehörenden Trankopfern. Und der Priester soll es vor dem Herrn darbringen und soll sein Sündopfer und sein Brandopfer opfern. Und er soll dem Herrn den Widder als Friedensopfer opfern, samt dem Korb mit dem Ungesäuerten. Auch soll der Priester das dazugehörige Speisopfer und das dazugehörige Trankopfer opfern. Der Nasiräer aber soll sein geweihtes Haupt scheren vor dem Eingang der Stiftshütte, und er soll sein geweihtes Haupthaar nehmen und es auf das Feuer legen, das unter dem Friedensopfer ist. Und der Priester soll von dem Widder die gekochte Vorderkeule nehmen und einen ungesäuerten Kuchen aus dem Korb und einen ungesäuerten Fladen und soll es dem Nasiräer auf die Hände legen, nachdem er sein geweihtes Haar abgeschoren hat. Und der Priester soll sie als Webopfer vor dem Herrn weben. Das ist als heilig für den Priester bestimmt, samt der Brust des Webopfers und dem Schenkel des Hebopfers. Danach darf der Nasiräer Wein trinken. Das ist das Gesetz für den Nasiräer, der ein Gelübde ablegt, und das Opfer, das er dem Herrn für seine Weihe darbringen soll, außer dem, was seine Hand sonst aufbringen kann. Wie er es gelobt hat, so soll er handeln, nach dem Gesetz seiner Weihe. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr die Kinder Israels segnen. Sprecht zu ihnen: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen, und ich will sie segnen. Kapitel 7. Und es geschah an dem Tag, als Mose die Errichtung der Wohnung vollendet und sie samt allen ihren Geräten gesalbt und geheiligt hatte, auch den Altar samt allen seinen Geräten, als er sie nun gesalbt und geheiligt hatte, da opferten die Fürsten Israels, die Häupter ihrer Vaterhäuser, jene Stammesfürsten, die der Musterung vorstanden, und sie brachten ihre Opfergabe vor den Herrn: 6 überdeckte Wagen und 12 Rinder, je einen Wagen von 2 Fürsten und je ein Rind von jedem, die brachten sie vor der Wohnung dar. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Nimm sie von ihnen an. Sie sollen zur Verrichtung des Dienstes an der Stiftshütte verwendet werden, und gib sie den Leviten, jedem entsprechend seinem Dienst. Und Mose nahm die Wagen und Rinder und gab sie den Leviten. 2 Wagen und 4 Rinder gab er den Söhnen Gersons entsprechend ihrem Dienst, und 4 Wagen und 8 Rinder gab er den Söhnen Meraris entsprechend ihrem Dienst, unter der Aufsicht Itamars, des Sohnes Aarons, des Priesters. Aber den Söhnen Kahats gab er nichts, weil sie den Dienst des Heiligtums auf sich hatten und auf ihren Schultern tragen mussten. Und die Fürsten brachten das, was zur Einweihung des Altars dienen sollte, an dem Tag, als er gesalbt wurde, und die Fürsten brachten ihre Opfergabe dar vor dem Altar. Der Herr aber sprach zu Mose: Jeder Fürst soll an dem für ihn bestimmten Tag seine Opfergabe zur Einweihung des Altars darbringen. Der nun seine Opfergabe am ersten Tag darbrachte, war Nachschon, der Sohn Aminadabs vom Stamm Juda. Seine Opfergabe aber war eine silberne Schüssel, 130 Schekel schwer,
ein silbernes Sprengbecken, 70 Schekel schwer nach dem Schekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl mit Öl gemengt als Speisopfer. Eine goldene Schale, 10 Schekel schwer voll Räucherwerk, ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer, ein Ziegenbock als Sündopfer. Und als Friedensopfer 2 Rinder, 5 Widder, 5 Böcke und 5 einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Nachschons des Sohnes Aminadabs. Am zweiten Tag opferte Netaneel, der Sohn Zuas, der Fürst von Issachar. Er brachte als seine Opfergabe dar eine silberne Schüssel 130 Schekel schwer, ein silbernes Sprengbecken 70 Schekel schwer nach dem Schekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl mit Öl gemengt als Speisopfer. Eine goldene Schale 10 Schekel schwer voll Räucherwerk und einen Jungstier, einen Widder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer, einen Ziegenbock als Sündopfer und als Friedensopfer 2 Rinder, 5 Widder, 5 Böcke und 5 einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Netaneels des Sohnes Zuars. Am dritten Tag opferte der Fürst der Kinder Sebulons, Eliab, der Sohn Helons. Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel 130 Schekel schwer, ein silbernes Sprengbecken 70 Schekel schwer nach dem Schekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl mit Öl gemengt als Speisopfer. Eine goldene Schale 10 Schekel schwer voll Räucherwerk, ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer, ein Ziegenbock als Sündopfer und als Friedensopfer 2 Rinder, 5 Widder, 5 Böcke und 5 einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Eliabs des Sohnes Helons. Am vierten Tag opferte der Fürst der Kinder Rubens, Elizur, der Sohn Schedeurs. Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel 130 Schekel schwer, ein silbernes Sprengbecken 70 Schekel schwer nach dem Schekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl mit Öl gemengt als Speisopfer. Eine goldene Schale 10 Schekel schwer voll Räucherwerk, ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer, ein Ziegenbock als Sündopfer und als Friedensopfer 2 Rinder, 5 Widder, 5 Böcke und 5 einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Elizurs des Sohnes Schedeurs. Am fünften Tag opferte der Fürst der Kinder Simeons, Schelumiel, der Sohn Zuri Shaddais. Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel 130 Schekel schwer, ein silbernes Sprengbecken 70 Schekel schwer nach dem Schekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl mit Öl gemengt als Speisopfer, eine goldene Schale 10 Schekel schwer voll Räucherwerk, ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer, ein Ziegenbock als Sündopfer und als Friedensopfer 2 Rinder, 5 Widder, 5 Böcke und 5 einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Schelumiels des Sohnes Zuri Shaddais. Am sechsten Tag opferte der Fürst der Kinder Gatz, Eliasaf, der Sohn Deguels. Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel 130 Schekel schwer, ein silbernes Sprengbecken 70 Schekel schwer nach dem Schekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl mit Öl gemengt als Speisopfer. Eine goldene Schale 10 Schekel schwer voll Räucherwerk, ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer, ein Ziegenbock als Sündopfer und als Friedensopfer 2 Rinder, 5 Widder, 5 Böcke und 5 einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Eliasafs des Sohnes Deguels. Am siebten Tag opferte der Fürst der Kinder Ephraims, Elishama, der Sohn Ammihuds. Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel 130 Schekel schwer, ein silbernes Sprengbecken 70 Schekel schwer nach dem Schekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl mit Öl gemengt als Speisopfer, eine goldene Schale 10 Schekel schwer voll Räucherwerk, ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer, ein Ziegenbock als Sündopfer, und als Friedensopfer 2 Rinder, 5 Widder, 5 Böcke und 5 einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Elishamas des Sohnes Ammihuds. Am achten Tag opferte der Fürst der Kinder Manasses, Gamliel, der Sohn Pedazurs.
Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel 130 Schekel schwer, ein silbernes Sprengbecken 70 Schekel schwer nach dem Schekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl mit Öl gemengt als Speisopfer. Eine goldene Schale 10 Schekel schwer voll Räucherwerk, ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer, ein Ziegenbock als Sündopfer und als Friedensopfer 2 Rinder, 5 Widder, 5 Böcke und 5 einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Gamliels des Sohnes Pedazurs. Am 9. Tag opferte der Fürst der Kinder Benjamins, Abidan, der Sohn Gideonis. Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel 130 Schekel schwer, ein silbernes Sprengbecken 70 Schekel schwer nach dem Schekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl mit Öl gemengt als Speisopfer, eine goldene Schale 10 Schekel schwer voll Räucherwerk, ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer, ein Ziegenbock als Sündopfer und als Friedensopfer 2 Rinder, 5 Widder, 5 Böcke und 5 einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Abidans des Sohnes Gideonis. Am 10. Tag opferte der Fürst der Kinder Dans, Achieser, der Sohn Ammischaddais. Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel 130 Schekel schwer, ein silbernes Sprengbecken 70 Schekel schwer nach dem Schekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl mit Öl gemengt als Speisopfer, eine goldene Schale 10 Schekel schwer voll Räucherwerk, ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer, ein Ziegenbock als Sündopfer und als Friedensopfer 2 Rinder, 5 Widder, 5 Böcke und 5 einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Achiesers des Sohnes Ammischaddais. Am 11. Tag opferte der Fürst der Kinder Assas, Pagiel, der Sohn Ochrans. Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel 130 Schekel schwer, ein silbernes Sprengbecken 70 Schekel schwer nach dem Schekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl mit Öl gemengt als Speisopfer, eine goldene Schale 10 Schekel schwer voll Räucherwerk, ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer, ein Ziegenbock als Sündopfer und als Friedensopfer 2 Rinder, 5 Widder, 5 Böcke und 5 einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Pagiels des Sohnes Ochrans. Am 12. Tag opferte der Fürst der Kinder Naphtalis, Achira, der Sohn Enans. Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel 130 Schekel schwer, ein silbernes Sprengbecken 70 Schekel schwer nach dem Schekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl mit Öl gemengt als Speisopfer, eine goldene Schale 10 Schekel schwer voll Räucherwerk, ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer, ein Ziegenbock als Sündopfer und als Friedensopfer 2 Rinder, 5 Widder, 5 Böcke und 5 einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Achiras des Sohnes Enans. Das ist die Gabe für die Einweihung des Altars an dem Tag, als er gesalbt wurde von Seiten der Fürsten Israels. 12 silberne Schüsseln, 12 silberne Sprengbecken, 12 goldene Schalen, so dass jede Schüssel 130 Schekel Silber und jedes Sprengbecken 70 wog und die Summe alles Silbers der Gefäße 2400 Schekel betrug, nach dem Schekel des Heiligtums. Und von den 12 goldenen Schalen voll Räucherwerk wog jede 10 Schekel nach dem Schekel des Heiligtums, so dass die Summe des Goldes der Schalen 120 Schekel betrug. Die Summe der Rinder zum Brandopfer war 12 Stiere, dazu 12 Widder, 12 einjährige Lämmer samt ihrem Speisopfer und 12 Ziegenböcke zum Sündopfer. Und die Summe der Rinder zum Friedensopfer war 24 Stiere, dazu 60 Widder, 60 Böcke, 60 einjährige Lämmer. Das war die Einweihungsgabe für den Altar, nachdem er gesalbt worden war. Und wenn Mose in die Stiftshütte ging, um mit ihm zu reden, so hörte er die Stimme zu ihm sprechen vom Sühnedeckel herab, der auf der Lade des Zeugnisses ist zwischen den beiden Cherubim. Und er redete zu ihm. Kapitel 8. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede mit Aaron und sprich zu ihm,
Wenn du die Lampen aufsetzt, so sollen alle sieben Lampen ihr Licht nach vorne vor den Leuchter werfen. Und Aaron machte es so. Nach der Vorderseite des Leuchters hin setzte er dessen Lampen auf, wie der Herr es Mose geboten hatte. Der Leuchter aber war so beschaffen: ein Werk aus getriebenem Gold, von seinem Fuß bis zu seinen Blüten in getriebener Arbeit. Man hatte den Leuchter nach dem Muster gemacht, das der Herr Mose gezeigt hatte. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Nimm die Leviten aus der Mitte der Kinder Israels und reinige sie. So aber sollst du mit ihnen verfahren, um sie zu reinigen. Du sollst Wasser der Entsündigung auf sie sprengen, und sie sollen ein Schermesser über ihren ganzen Leib gehen lassen und ihre Kleider waschen, so sind sie rein. Dann sollen sie einen Jungstier nehmen, samt dem dazugehörenden Speisopfer von Feinmehl mit Öl gemengt, und einen anderen Jungstier sollst du als Sündopfer nehmen. Und du sollst die Leviten vor die Stiftshütte bringen und die ganze Gemeinde der Kinder Israels versammeln. Danach sollst du die Leviten vor den Herrn treten lassen, und die Kinder Israels sollen ihre Hände auf die Leviten stützen. Und Aaron soll die Leviten als Webopfer von den Kindern Israels vor dem Herrn weben, damit sie den Dienst des Herrn versehen. Und die Leviten sollen ihre Hände auf den Kopf der Stiere stützen. Dann soll man den einen als Sündopfer, den anderen als Brandopfer dem Herrn opfern, um für die Leviten Sühnung zu erwirken. Und du sollst die Leviten vor Aaron und seine Söhne stellen und sie dem Herrn als Webopfer weben. So sollst du die Leviten aus der Mitte der Kinder Israels aussondern, damit die Leviten mir gehören. Und danach sollen die Leviten hingehen, um den Dienst an der Stiftshütte zu verrichten, nachdem du sie gereinigt und als Webopfer gewebt hast. Denn sie sind mir ganz als Gabe übergeben aus der Mitte der Kinder Israels, anstelle alles dessen, was den Mutterleib durchbricht, anstelle jedes Erstgeborenen der Kinder Israels, habe ich sie mir genommen. Denn alle Erstgeburt der Kinder Israels gehört mir, von Menschen und Vieh. An dem Tag, als ich alle Erstgeburt im Land Ägypten schlug, habe ich sie mir geheiligt. Und ich habe die Leviten genommen anstelle aller Erstgeburt unter den Kindern Israels. Und ich habe die Leviten Aaron und seinen Söhnen aus den Kindern Israels als Gabe gegeben, damit sie den Dienst der Kinder Israels in der Stiftshütte versehen und für die Kinder Israels Sühnung erwirken, damit die Kinder Israels keine Plage trifft, wenn die Kinder Israels zum Heiligtum nahen wollen. Und Mose und Aaron und die ganze Gemeinde der Kinder Israels machten es so mit den Leviten, ganz wie der Herr es Mose geboten hatte wegen der Leviten, so machten es die Kinder Israels mit ihnen. Und die Leviten entsündigten sich und wuschen ihre Kleider, und Aaron webte sie als Webopfer vor dem Herrn, und Aaron erwirkte für sie Sühnung, so dass sie rein wurden. Danach gingen die Leviten hin, um ihren Dienst an der Stiftshütte zu verrichten, vor Aaron und vor seinen Söhnen. So wie der Herr es Mose geboten hatte wegen der Leviten, so verfuhren sie mit ihnen. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Dazu sind die Leviten verpflichtet. Von 25 Jahren an und darüber soll einer eintreten, um Dienst zu tun bei der Stiftshütte. Aber vom 50. Jahr an soll er von der Arbeit des Dienstes zurücktreten und nicht mehr dienen. Er kann seinen Brüdern helfen bei der Verrichtung der Aufgaben an der Stiftshütte, aber Dienst soll er nicht mehr tun. So sollst du es mit den Leviten halten, was ihre Aufgaben betrifft. Kapitel 9. Und der Herr redete zu Mose in der Wüste Sinai im zweiten Jahr, nachdem sie aus dem Land Ägypten gezogen waren, im ersten Monat, und sprach: Die Kinder Israels sollen das Passa zu der bestimmten Zeit halten. Am 14. Tag dieses Monats sollt ihr es zur Abendzeit halten, zur bestimmten Zeit. Nach allen seinen Satzungen und Vorschriften haltet es. Und Mose sagte den Kindern Israels, dass sie das Passa halten sollten. Und sie hielten das Passa am 14. Tag des ersten Monats zur Abendzeit in der Wüste Sinai. Ganz wie der Herr Mose geboten hatte, so machten es die Kinder Israels.
Und es waren etliche Männer da, die wegen der Leiche eines Menschen unrein waren, so dass sie das Passa an jenem Tag nicht halten konnten. Sie traten vor Mose und Aaron an jenem Tag, und diese Männer sprachen zu ihm: Wir sind unrein wegen der Leiche eines Menschen. Warum sollen wir zu kurz kommen, dass wir die Opfergabe des Herrn nicht darbringen dürfen in der Mitte der Kinder Israels zur bestimmten Zeit? Und Mose sprach zu ihnen: Wartet, und ich will hören, was euch der Herr gebietet. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Redet zu den Kindern Israels und sprich: Wenn jemand von euch oder von euren Nachkommen wegen einer Leiche unrein wird oder fern auf der Reise ist, so soll er dennoch dem Herrn das Passa halten. Im zweiten Monat am 14. Tag sollen sie es zur Abendzeit halten und sollen es mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern essen, und sie sollen nichts davon übrig lassen bis zum Morgen, auch keinen Knochen an ihm zerbrechen. Nach der ganzen Passa-Ordnung sollen sie es halten. Der Mann aber, der rein und nicht auf der Reise ist und es unterlässt, das Passa zu halten, eine solche Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk, weil sie die Opfergabe des Herrn nicht zur bestimmten Zeit dargebracht hat. Ein solcher Mann soll seine Sünde tragen. Und wenn ein Fremdling bei euch wohnt und dem Herrn das Passa halten will, so soll er es nach der Satzung und der Vorschrift des Passa halten. Ein und dieselbe Satzung soll für euch gelten, für den Fremdling wie für den Einheimischen. Und an dem Tag, als die Wohnung aufgerichtet wurde, bedeckte die Wolke die Wohnung, nämlich das Zelt des Zeugnisses, und am Abend war sie über der Wohnung anzusehen wie Feuer bis zum Morgen. So war es alle Zeit. Die Wolke bedeckte sie, aber bei Nacht war sie anzusehen wie Feuer. So oft sich die Wolke von dem Zelt erhob, brachen die Kinder Israels auf. An dem Ort aber, an dem sich die Wolke niederließ, da lagerten sich die Kinder Israels. Nach dem Befehl des Herrn brachen die Kinder Israels auf, und nach dem Befehl des Herrn lagerten sie sich. Solange die Wolke auf der Wohnung ruhte, so lange lagerten sie. Und wenn die Wolke viele Tage lang auf der Wohnung verweilte, so beachteten die Kinder Israels die Anweisung des Herrn und brachen nicht auf. Und wenn es vorkam, dass die Wolke nur einige Tage auf der Wohnung blieb, so lagerten sie sich doch nach dem Befehl des Herrn und brachen auf nach dem Befehl des Herrn. Und wenn es auch vorkam, dass die Wolke nur vom Abend bis zum Morgen blieb und sich die Wolke am Morgen erhob, so brachen sie auf. Oder einen Tag und eine Nacht und die Wolke erhob sich danach, so brachen sie auch auf. Oder wenn die Wolke zwei Tage oder einen Monat oder längere Zeit auf der Wohnung verweilte und auf ihr ruhte, so lagerten sich die Kinder Israels und brachen nicht auf. Erst wenn sie sich erhob, dann brachen sie auf. Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie sich und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf. Sie achteten auf die Anweisung des Herrn, gemäß dem Befehl des Herrn, unter der Leitung Moses. Kapitel 10. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Mache dir zwei silberne Trompeten. In getriebener Arbeit sollst du sie machen, und sie sollen dir dazu dienen, die Gemeinde zusammenzurufen und die Heerlager aufbrechen zu lassen. Wenn man in beide stößt, soll sich die ganze Gemeinde vor dem Eingang der Stiftshütte zu dir versammeln. Wenn man nur in eine stößt, so sollen sich die Fürsten, die Häupter der Tausende Israels, zu dir versammeln. Wenn ihr aber Lärm blast, so sollen die Lager aufbrechen, die gegen Osten lagern. Und wenn ihr zum zweiten Mal Lärm blast, so sollen die Lager aufbrechen, die gegen Süden lagern. Denn wenn sie aufbrechen sollen, so soll man Lärm blasen. Wenn aber die Gemeinde versammelt werden soll, sollt ihr in die Trompete stoßen und nicht Lärm blasen. Und dieses Blasen mit den Trompeten sollen die Söhne Aarons des Priesters übernehmen, und das soll euch eine ewige Satzung sein für eure künftigen Geschlechter. Und wenn ihr in die Schlacht zieht in eurem Land gegen euren Feind, der euch bedrängt, so sollt ihr Lärm blasen mit den Trompeten, damit an euch gedacht wird vor dem Herrn eurem Gott und ihr von euren Feinden errettet werdet.
Aber an euren Freudentagen, es sei an euren Festen oder an euren Neumonden, sollt ihr in die Trompeten stoßen bei euren Brandopfern und euren Friedensopfern, damit an euch gedacht wird vor eurem Gott. Ich, der Herr, bin euer Gott. Und es geschah am 20. Tag im 2. Monat des 2. Jahres, da erhob sich die Wolke über der Wohnung des Zeugnisses. Und die Kinder Israels brachen nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste Sinai auf,